Herzlich willkommen zur 9. Ausgabe des wohlerfahrenen Speismeisters. Heute das Appetitlexikon von Robert Habs und Leopold Rosner aus dem Jahr 1894. Der Star bei diesem Werk ist nicht der Inhalt, sondern das Drumherum. Es kann zu Recht als eine kleine Perle des Jugendstils bezeichnet werden. Der in dunkelblau gehaltene Verlagseinband zeigt den Buchtitel in Gold geprägt, dazu typische Jugendstilmotive wie Blüten, Blätter und Obst, umrahmt von großzügigen, goldenen Verzierungen. Wenn wir das Buch aufschlagen, sehen wir auf dem Vorsatz erneut die flächigen, floralen Motive des Jugendstils. Das Titelblatt wirkt dagegen fast schon schlicht und auf dem Frontispitz sehen wir Werbung für ein junges Startup-Unternehmen, Maggi. Das Appetitlexikon ist kein Kochbuch und enthält keine Rezepte. Stattdessen erklärt es in der Küche gebräuchliche Begriffe und Zutaten, beginnend mit A wie Aal und endend mit Z wie Zwiebel. Ein Lexikon eben. Lediglich im Abschnitt T sorgt der Eintrag zu Tischkarten für etwas Lebendigkeit und zeigt 4 Tischkarten von berühmten Diners. Auch die kleine Werbebroschüre am Ende lohnt einen Blick. Sie zeigt nicht etwa nur Produkte, sondern legt den Fokus auf die vielen Standorte von Maggi, beispielsweise das Mitarbeiterferienheim in der Schweiz. Zum Nachkochen habe ich eines der Gerichte auf den Tischkarten aus einem Kochbuch von Henriette Davidis ausgesucht. Vanilleeis mit Pumpernickel. Der Eiskeller ersetzt dabei den Gefrierschrank oder die Eismaschine. Der wohlerfahrene Speismeister wünscht guten Appetit.